Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wenn du dich heute auf ein gesellschaftliches Ereignis vorbereitest, gerätst du vielleicht in einen Zwiespalt zwischen der Erfüllung deiner Pflichten und dem Genießen der leichteren Seiten des Lebens. Während Papierkram und Verpflichtungen deine Aufmerksamkeit fordern, ist es wichtig, dass du ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit findest. Auch wenn dir die Dokumente, die du bearbeitest, endlos erscheinen, solltest du dir ein Limit setzen. Setze Prioritäten für das, was am dringendsten ist, kümmere dich gewissenhaft darum und erlaube dir dann, eine Pause zu machen. Es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass eine Auszeit nicht nur eine Belohnung ist, sondern eine Notwendigkeit, um dein allgemeines Wohlbefinden zu erhalten. Diese Zeit ist eine hervorragende Gelegenheit, sich selbst zu pflegen und sich etwas zu gönnen. Inmitten deines vollen Terminkalenders solltest du dir Zeit für deine persönliche Verwöhnung nehmen. Egal, ob du dir einen Wellness-Tag gönnst, dich auf die Hautpflege konzentrierst oder dir einfach Zeit zum Entspannen und Verjüngen nimmst, diese Art der Selbstfürsorge ist wichtig. Sie sind nicht nur Luxus, sondern auch wichtig für deine geistige und körperliche Gesundheit. Vergiss nicht, dass deine Selbstfürsorge deine Arbeitsmoral nicht beeinträchtigt, sondern deine allgemeine Produktivität und dein Glücksgefühl steigert. In deinem Berufsleben wird deine Fähigkeit, schnell zu denken und deine Gedanken prägnant zu formulieren, heute deine Superkraft sein. Es werden sich Gelegenheiten ergeben, die eine schnelle Entscheidungsfindung erfordern. Vertraue auf deine instinktiven Reaktionen und auf deine Fähigkeit, diese Situationen zu meistern. Übermäßiges Nachdenken könnte zu verpassten Gelegenheiten führen, also verlasse dich auf dein natürliches Wiederdurchsetzungsvermögen und dein Selbstvertrauen. Was Liebe und Romantik angeht, ist Vorsicht geboten. Es könnte sein, dass du jemanden triffst, der eher an einer lockeren Verbindung als an einer tiefen, dauerhaften Beziehung interessiert ist. Wenn eine unbeschwerte, lustige Interaktion mit deinen aktuellen Wünschen übereinstimmt, könnte dies eine angenehme Begegnung sein. Wenn du jedoch nach einer ernsthafteren Beziehung suchst, solltest du lieber die Finger davon lassen, um möglichen Herzschmerz zu vermeiden. Du stehst kurz vor einer scheinbar kleinen, aber bedeutenden Chance, die sich zu einer Reihe von positiven Entwicklungen entwickeln könnte. Auch wenn diese Chance zunächst unbedeutend erscheinen mag, wird deine Bereitschaft, dich mit ganzem Herzen darauf einzulassen, wie ein Katalysator wirken und einen Dominoeffekt mit positiven Ergebnissen auslösen. Nimm diesen Moment mit offenem Herzen und wachem Blick wahr, denn oft sind es die kleinsten Schlüssel, die die größten Türen öffnen. Das Universum zeigt dir, was du erreichen kannst, wenn du den Moment mit Optimismus und Entschlossenheit ergreifst. Vertraue auf deinen Instinkt, denn er wird dich dabei unterstützen, diese bescheidene Gelegenheit in eine transformative Reise zu verwandeln, die zu Wachstum, Erfüllung und unerwarteten Freuden führt. Im Laufe des Tages verstärkt der Steinbockmond deine Problemlösungsfähigkeiten, sodass es ein hervorragender Zeitpunkt ist, um herausfordernde Situationen zu meistern, vor denen du dich bisher gedrückt hast. Deine Stärke und Kompetenz sind auf dem Höhepunkt, sodass du komplexe Themen mit Zuversicht angehen kannst. Wenn der Abend naht, ist es jedoch wichtig, vom Arbeitsmodus in den Entspannungsmodus zu wechseln. Wenn du den Arbeitsstress in dein Zuhause bringst, kann das deine persönlichen Beziehungen belasten. Widme deinen Abend der Entspannung und der Rückbesinnung auf dein Privatleben. Ob du nun Zeit mit deinen Lieben verbringst oder einem Hobby nachgehst, das du liebst, konzentriere dich auf Aktivitäten, die dir Freude und Entspannung bringen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag eine Mischung aus Verpflichtungen und Gelegenheiten zum Vergnügen bietet. Es ist wichtig, dass du deine Pflichten erfüllst, aber vernachlässige nicht das Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Selbstfürsorge. Vertraue auf deinen Instinkt, wenn es um berufliche Belange geht, nimm bei romantischen Beziehungen Rücksicht auf deine emotionalen Bedürfnisse und denke daran, dass du deine harte Arbeit mit Zeiten der Entspannung und persönlichen Erfüllung ausgleichen solltest. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte deutet auf ein vorübergehendes Ungleichgewicht oder Ungerechtigkeit in deinem Leben hin. Sie kann darauf hinweisen, dass du es mit einer Situation zu tun hast, in der es an Fairness und Ausgewogenheit zu fehlen scheint. Für heute rät dir die Karte, auf mögliche Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinen Entscheidungen oder Handlungen zu achten. Es ist wichtig, dass du dich um Fairness und Ausgewogenheit bemühst, auch wenn das bedeutet, dass du frühere Entscheidungen überdenkst. Die Königin der Stäbe verkörpert Selbstvertrauen, Führungsstärke und einen starken Sinn für Entschlossenheit. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft, Kreativität und ihre Fähigkeit, die Führung zu übernehmen. Heute ermutigt dich die Königin der Stäbe dazu, Situationen mit Selbstvertrauen und Entschlossenheit anzugehen. Sei mutig in deinen Unternehmungen, vertraue deinen Instinkten und übernimm die Führung, wenn es nötig ist. Die 10 der Münzen ist eine Karte der finanziellen Sicherheit, der Familie und des Reichtums, der über Generationen weitergegeben wird. Sie steht oft für ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses in unserem materiellen Leben. Für heute bedeutet die 10 der Münzen, dass du finanzielle Sicherheit erfährst oder Trost in Familienbanden und Traditionen findest. Es ist eine Zeit, in der du den Reichtum, den du hast, zu schätzen weißt, sei es in Form von materiellen Besitztümern oder familiären Verbindungen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem es um Ungleichgewichte, Vertrauen und Reichtum geht. Die umgedrehte Gerechtigkeitskarte macht dich auf Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte aufmerksam, die vielleicht korrigiert werden müssen. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, diese Themen mit Zuversicht und Entschlossenheit anzugehen, während die 10 der Münzen ein Element der finanziellen und familiären Sicherheit hinzufügt. Denke heute über alle Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten in deinem Leben nach und arbeite daran, ein Gleichgewicht zu finden. Gehe Herausforderungen mit der Zuversicht und Entschlossenheit der Königin der Stäbe an. Denke daran, den Reichtum zu schätzen, den du hast, sei es finanziell oder in Form von familiären Bindungen, und pflege weiterhin die Verbindungen, die dir ein Gefühl der Stabilität und des Überflusses geben.